Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. So, wir machen natürlich weiter. Mir ist gerade was aufgefallen, die Produktion für Bier kann ich auf jeden Fall noch erweitern. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Jawohl. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleich tut. Ja, Willy, das kannst du gerne machen. Ich stehe dir da nicht im Weg. Weil mir ist nämlich gerade aufgefallen, die Produktion, die ich hier aufgebaut habe, ja, zwei Felder, das, zwei Brauereien. Genau. Zwei Felder, das, zwei Brauereien. Ja, also, ja, ich kann ja insgesamt vier Brauereien versorgen. Jetzt ist eben nur die Frage, bei den landwirtschaftlichen Produkten, hier. Das so hinaus. So, wir brauchen auch wieder ein paar Arbeiter. Boah, das wird echt brutal. Ich weiß, das ist ja eigentlich die Arbeiterreihe, aber ich muss erstmal gucken, wie ich das jetzt am dümmsten hinrücke. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Vielleicht müssen hier auch nochmal zwei Hopfenfelder hin. Das weiß ich noch nicht so ganz. Da muss ich jetzt mal den Hopfen im Auge behalten. Aktuell nimmt er ab. Vielleicht nochmal ein Hopfenfeld hier hin. Wir haben erstmal bis zum Berg alles weg. Okay. Notfalls können wir hier immer noch mal ein Hopfenfeld hinbauen. Da geht es ja hauptsächlich nur darum. Ja, ja, nimmt ab. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Nachdem wir dann Handel hier angetrieben haben. Auf fast alles verkaufen. Oh, das nächste Übel wird Glas werden. Ich meine, wir haben hier alles auf der Insel, was wir brauchen. Für Glas, oder? Glas. Da gucken wir nochmal. So, wir brauchen Quarzgrube. Da könnte man zwei nehmen. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Ich habe überhaupt gar nichts hinterfragt. Ja, doch, jetzt eigentlich schon, aber ja. Okay. Da brauchen wir aber Holz. So, wie viel braucht man denn für... Der braucht... Okay, also zwei davon, vier davon. Oh, das wird teuer. Da brauche ich 100. Wenn wir aber jetzt erstmal... Tut mir leid, ihr Schiff wird einer Inspektion. Einnehmen. Einen, ja. Davon einen. Ja,
dann bin ich raus. Es wird eine lange Reise. Spielstand gespeichert. Was für ein schöner. Darauf trinke ich. Alles, was ich je wollte. Heute war es sogar schon vor den Vögeln wach. Das bedeutet uns viel. Ein goldener Kelch. Ja, das geht aber auch noch nach oben, wenn man dann hier Nähmaschinen hat und Fleischkonserven. Geht das Ganze ja auch noch nach oben. Also von daher sehe ich da erstmal keine Schwierigkeit drin. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu sehen, Onkel. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Das ist trotzdem immer noch so eine verkehrte Aussage. Heute war ich schon vor den Vögeln wach. So, wie sieht's hier aus mit pflanzlichen Produkten? 4 geht nach unten, minus 1. Dann machen wir sicherheitshalber nochmal eine Hopfenfarm. Die wir nochmal drehen. Ja, das kann man ja so lassen. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. So, und dann hier noch Weizenfelder hin, oder? Oh Gott. Wir schlingern ins Ungewisse. Was hast du denn für ein Problem? Sag mal. Bringen Sie uns sicher heim. 20%, 9%. Sich herauskämpfen. Die Gelegenheit ergreifen. Ja, dann machen wir nur eine Zusatzration. Wenn man überlegt, wir sind von der neuen Welt hier rübergekommen. Haben jetzt 3000 Mitbürger hier. Mal so eben. Gut, die machen noch. Die sind noch am machen. Wie sieht's hier aus? Nahrungsmittel. Lange Reise.
Spielstand gespeichert. Okay. Wenn nicht, müssen hier hinten noch Bauernhäuser sein. Bleibt mir nichts anderes übrig. Also ich muss jetzt erstmal so planen, dass ich die 80, 160 erstmal wegrechne. Besonders die brauchen ja dann auch keine Arbeitskleidung mehr. Oder setzen die das dann eben voraus, dass sie das dann haben? Das ist eben... Nee, die kriegen dann Pelzmäntel. Das ist eben so eine gute Frage. Ich weiß nicht, normalerweise müssen die, wenn ich das jetzt so halte, dann später gar keine Arbeitskleidung mehr benötigen. Marse müsste dann Arbeitskleidung ganz normal nach oben gehen. Genauso wie Fisch nehmen die ja auch nicht mehr. Die haben ja dann nur noch Wurst und Brot. Ja, damit sollten wir dann hinkommen. Jetzt müsste aber auch Bier langsam mal nach oben gehen, finde ich, oder? Ja, Bier steigt auch, das ist super. Ja klar, hier fallen ja dann 88 dann auch wieder weg, gell? Aus Ditchwater. Also Bauernhäuser, da muss ich nochmal überlegen, wo ich die hinbaue. Deswegen verstehe ich das ja auch nicht, gell? Wenn die jetzt hier... Obwohl, die hat ja hier... Hat die ja auch nochmal Arbeiter und die lagert das ja fast alles aus hier. Dann hat die hier... Die Hauptstadt... Wollten die noch überall Inseln? Hier zum Glück nicht. Das ist die hier unten. Hier haben wir den. Hier haben wir die. Da ist die. Aber die hat hier unten noch eine Insel. Okay. Unaussprechliche Schrecken. Wir brauchen einen Steuermann. Ja. Wir sind im Namen eurem... Oh, wow. Es wäre leichter, ein neues Boot zu bauen. So lautet das Urteil ihrer Schiffszimmermänner. Obwohl sie viele Stunden damit verbringen, das richtige Holz für die Reparaturen zu suchen, was sie
Schließlich auswählen ist schwer zu tragen und noch schwerer zu bearbeiten. Außerdem haben sie beschädigt. Okay. Beständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Erschöpft von ihrem Mangel an Fortschritten ruhen sie sich auf einer Sandbank am Ufer aus, als sie ein Klicken hören, Blätter rascheln, als überall Gewehre auftauchen und sie gerichtet werden. Sie? Ein Mann mit Kapuze tritt vor und zeigt auf sie. Sie kommen mit uns. Sie werden gefesselt und mit einer Augenbinde versehen und finden sich nach einer Bootsfahrt vor der Frau wieder, die sie für Isabel halten. Wer sind sie? Will sie wissen. Und warum sind sie hier? Von einem imperialistischen Schwein muss ich mir keine Beleidigung gefallen lassen, tobt Isabel, indem sie das Fass fallen lässt, drohend das Stiefelmesser hebt, besser sie sagen jetzt das Richtige. Isabel seufzt und lässt das Messer sinken. Sie stürzen sich auf das Fensterbrett und beobachten das türkisblaue Wasser. Dann sind sie gegen die Pür vor mir. Man hat mir berichtet, sie hätten versucht, ihnen mit einem eisernen Drachen beizukommen. Okay. Sie atmet tief ein und wieder aus. Ich habe es nicht geglaubt. Und doch, sie haben ihr Leben riskiert, um hierher zu kommen. Isabel bedeutet den Wachen. Was bedeutet den Wachen? Ihre Fesseln zu lösen. Ich sollte mir wenigstens anhören, was sie wegen all dem unternehmen wollen. Okay. Oh, wir sind da. Isabel gefunden. Ja! Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, dass die Pyrphorier nicht längst getan haben? Isabel Sarmento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht. Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphorier ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyrphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst, denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, Wahnsinn. Neue Befehle, Admiral. Wurde auch Zeit,
Okay, was haben wir jetzt hier? Zuckerrohr. Leben haben wir hier aber 5-mal. Also hier können wir locker Stein. Auf Goldvorkommen haben wir auch 2-mal. Was haben wir hier? Leben vorkommen. Da könnte man doch hier auf die Ecke Kapitel 3. Prosperity. Okay. Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall... Die Euphoria würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge... Wir werden dir helfen, aber erst musst du uns helfen. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyphorian. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Okay. Also die Madame ist ja schon hier. Lesen Sie selbst. Sprung in die neue Welt. Jawohl. So. Oh Gott. Ist auf jeden Fall eine recht schöne Insel, muss ich wirklich mal zugeben. Okay. So. Wir haben 10-mal Steine, brauchen Holz. Bam. Oder wir haben hier Holz. Eine kleine Stadt. Moment mal. Keine Brücken erstmal. Oh, das passt schon mal. So. Da kann man dann Steine hinmachen. Hier könnte man Holz hinbauen. Ein Lagerhaus. Okay. Beziehungsweise, wartet mal. Kriege ich hier noch eine zweite Farm hin? Hier oben. Gut, aber da haben wir ja auch noch mal Lehm. Würde ich das dahin machen? Die Farm kann hier bestehen bleiben. Und dann geht ein Weg... hoch. So, ein Marktplatz. Moment, da mache ich erstmal kurz was anderes. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Ja gut, aber darum kann ich mich jetzt erst gerade mal nicht kümmern.
Morgen werde ich frisch geflippt. Das musste jetzt in Druck gehen. Ja, es ist doch okay, wenn du auch mal Spielstand gespeichert. Einen Druck machst. Ich kann nirgends hin damit. Die Purpuria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Prosperity. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Ja. Kriegen wir hin in der nächsten Folge, dass wir die da sehen können, auf jeden Fall. So, genau. Und das ist jetzt auch mein Stichpunkt und deswegen machen wir dann in der nächsten Folge weiter mit der neuen südlichen Insel. Huch. Ja. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.